Reminder, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you have just seen. Wartet mal, wer der kaputteste Motherfucker ist und gleich nach Ibiza fliegt. 2 Stunden später. Ja, Freunde, gerade angekommen, frisch auf Ibiza. Jetzt warte ich auf den Bus und mit dem fahre ich dann zu meiner Unterkunft. Ich wollte eigentlich ohne Unterkunft, aber da habe ich mir doch eine bestellt, damit ich hier nicht komplett verreck, weil ich habe richtig gute Laune und sonst werde ich mich ins Koma. Ein paar Sekunden später. Der Bus ist jetzt da. Ich versuche jetzt mal schwarz zu fahren. Nicht, weil ich kein Geld habe, sondern weil es einfach lustiger ist. Fuck, hat nicht geklappt. Ich habe den gefragt, ob der zur Delta-Diskus fährt. Und der sagt nur ja. Und dann sage ich so, um den abzulenken, wie lange brauchst du dorthin? Und der sagt, einmal? Scheiße, da hat er mich schon gezwungen zu kaufen. 20 Minuten später. Ich bin angekommen in meinem Zimmer. Auch mal ganz lockere 4 Quadratmeter. Aber ein Bett ist drin. Ausblick Gosse. So, ich war jetzt kurz einkaufen. Ich werde mich jetzt gediegen besaufen. Ganz schnell. Solange mein Handy lädt. Um 17 Uhr kommt Hardwell in so ein Hotel. Und ja, bis dahin lädt mein Handy. Bis dahin trinke ich. Auf geht's, nach ein paar Bierchen. Gehen wir jetzt los, auf den Bus warten. Und dann gehen wir an Playa den Bossa. Gerecht dem Bosse. Waffe an, hoffentlich sieht man's. Oh shit. Oh shit, denkst du, die fühlt sich ein bisschen beobachtet. Gute Bub aber auf jeden Fall. Oh. Da hier, hinter mir, ist jetzt dieser Ushuaia Club oder so, wie man den nennt. Boah, da ist heute Dimitri Vegas und Like Mike, ich hoffe, man kann es sehen. Irgendwie. Also da steht auf jeden Fall. Heute ist. Und ich bin von den Getränken irgendwie schon stark angeschwipst irgendwie. Aber wir laufen auch übelst komisch. Also hier ist es ganz anders. Hier ist ein neuer Dresscode, den muss ich euch gleich mal. Und zwar tragen hier die Frauen keine Unterwäsche. Ich schwöre, hier trägt niemand Unterwäsche. Gar niemand. Niemand. Und aber die tragen alle so ein Kleid, das geht bis zu den Füßen und das ist dann rückenfrei und dann sieht man sogar, man sieht manchmal sogar die Arschfalte. Irgendwie schon geil, aber auch ein bisschen zu geil, wenn du schon ein bisschen was getrunken hast, dann ist irgendwie Gefahr. Vor allem bei mir, wenn ich schon 2-3 Bierchen oder so Infos habe, dann ist es gefährlich. Scheiße, wie geil ist es hier, Alter, krank. Da gehe ich später rein, aber erst besorge ich mich noch ein bisschen, damit ich richtig die Tasche habe. Alter, so geil. Geil, auch hier sind Helmuts. Geil, geil. Krank. Ibiza Beach. Schauen wir mal, was hier so geht. Oh, was ist das? Ibiza Beach, Freunde. Richtig geil, gell, Bruder? Yeah. Also kurzes Fazit hier, Ibiza Beach. Ja, die klassischen 0815 tätowierten Lutscher. Ich bin natürlich rein heute. Bodybuilder wie Batista. Ja. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich fahrlässig handeln soll und den Mio-Geldbeutel da einfach liegen lassen soll und ins Wasser. Und riskieren, dass ich beklaut werde und alles verliere. Aber das Gute ist, ich bin besoffen, eigentlich ist es mir dann egal. Aber wenn echt geklaut wird, sind ja alle nackt. Wie soll ich das denn bitte überleben? Das ist ja Wahnsinn hier. Also ich weiß auf jeden Fall, nach meiner nächsten Veranstaltung spare ich das Geld für nächstes Jahr und bin einfach 3 Monate auf Ibiza. Der arme ist richtiger Hund, der hat gerade die ganze Zeit Fotos von seiner notgeilen Freundin gemacht. Ey Mann, Ibiza ist halt echt so ein Ort, wo sich alle richtig geil fühlen. Eigentlich gar nichts für mich. Ich bin eher so einer, der steht auf wirklich bodenständige Malle-Mädchen. 6 Stunden später. So, meine Einkäufe für jetzt sind ein flockiger Flachmann, ruhig genug Billig-Wodka. Den versaufe ich jetzt. Dann haben wir hier noch ein bisschen scharfe Wurst, 80 Gramm, die Zwiebel ich in mir rein. Und als Misch habe ich mir jetzt mal schwer. Ah.
6,5 Stunden später. Also der delegierende Weltmonarch jetzt allein in den Straßen Ibiza unterwegs. Ich habe jetzt hier mein Bier in der Hand, ich habe jetzt hier noch mein Flachmann Wodka. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch leer trinken kann. Mal sehen, was meine Kondition... Also erinnert hier schon alles stark an Ice Tea Party. Ja, so hat es bei meinen Partys auch ausgesehen. Ich und mein Bruder Steve Hawke gleich im VIP. Ich, Steve und mein Bro Din Bilzerian. Wir sehen uns gleich in den VIP. Ja, ja, put your hands up. Jetzt kommt der Song, wo der den Leuten Torten in die Fresse schmeißt. Du geiler Wichser. Du bist, wie heißt sie anders? Nur ein bisschen kleiner, aber ich bin Bürgermeister von Höfingen, du nur DJ. Alter, Alter, kranke Beats. Ich hoffe so sehr, dass mir irgendjemand K.O.-Tropfen in meine Gläser reinmacht, damit ich auch mal richtig besoffen werde. Bei den Preisen hier wünscht sich jeder K.O.-Tropfen. Oh, Tomorrow League Amjas. Ah, so geil gemacht. Walla billa, wie heißt die Party, ich schwöre. 1:1 die Bühne mit Jorgos gehabt. Wer kann sich noch ein Kleintierzüchter, an Hundesportverein Fingen erinnern? 1:1 die Location, da stand nur Ice Tea Party oben drauf. Geil. Ja, der Boss hat mal wieder Geld verschenkt. Ich habe gerade hier einen irischen Kumpel getroffen. Der hat seinen Freund verloren und der hatte sein Geld und sein Handy und er kam nicht mehr nach Hause. Da hat der Boss ihm einfach mal 20 Euro gegeben, dass er wieder nach Hause ist. Ein paar Sekunden später. Ich zeige kurz die Location. Schon krass eigentlich. So, seid ihr Hunde. Olotten. Olofondon. Was sagt der Dix, yo? Wurde gerade das allererste Mal MDMA ins Glas geschmissen. Und ich versuche jetzt zu dokumentieren, was mit meinem Körper geschieht. Momentan fühle ich mich einfach nur ein bisschen fitter, aber ich weiß nicht, ob es nur Kopfsache ist. 2000 Jahre später. Mein Körper. Oh, shit.
Wenn ich mir so zurückgewinne, dann sieht der eine aus, der mir eben dem abgebracht hat, genauso wie Chow von Hangover. Zweiter, dritter Teil, krank, ich schwör, eins, zwei, nur ein Dann morgen. Also, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wieso kann ich im Ausland nie richtig Alkohol saugen, wie ich in Deutschland trinke? Gerade ein verdammter Bus. Der Busfahrer ist gerade einfach abgehauen. Der steht da vorne und bestellt sich was zu essen. Und lässt uns einfach hier warten im Bus. Oh shit. Das ist voller 651-Bus. Wenn gerade Winterferien anfangen. Audio Hub. Shit, ich bin schnell abgehauen. Also ich musste leider schnell abhauen. Ich habe nämlich irgendwie Angst vor Drogen, dass mein kleines, süßes Herz dabei stirbt. Deswegen nehme ich sowas nicht. Und jetzt bin ich ganz schnell weggerannt mit dem Rest im Thema. Audio Hub.